Was eine Wurzel ist und was man damit macht, sollte bereits bekannt sein. Denn heute geht es um das Multiplizieren und Dividieren von Wurzeln. Beim Multiplizieren und Dividieren mit Wurzeln sollten folgende Regeln unbedingt beachtet werden. Die Wurzel aus 4 mal die Wurzel aus 9 ist das gleiche wie die Wurzel aus 4 mal 9. Denn die Wurzel aus 4 ist ja 2 und die Wurzel aus 9 ist 3 und 2 mal 3 ist gleich 6. Packe ich jetzt beide Zahlen unter eine Wurzel, habe ich 4 mal 9 ist 36. Also die Wurzel aus 36, was auch 6 ist. Bedeutet, ich kann erst die Wurzel ziehen und dann mal nehmen. Oder ich kann erst die beiden Zahlen mal nehmen und dann die Wurzel ziehen. Beides führt zum gleichen Ergebnis. Deshalb darf ich auch Wurzeln, die miteinander multipliziert werden, unter einer Wurzel zusammenfassen. Beziehungsweise Zahlen, die unter einer Wurzel multipliziert werden, als jeweils eigene Wurzel schreiben. Das gleiche gilt auch bei der Division. Die Wurzel aus 144 geteilt durch die Wurzel aus 9 ist das gleiche wie die Wurzel aus 144 geteilt durch 9. Denn die Wurzel aus 144 ist 12 und die Wurzel aus 9 ist 3. Und 12 geteilt durch 3 ergibt 4. Die Wurzel aus 144 geteilt durch 9 ist, 144 durch 9 ist 16, also die Wurzel aus 16. Und das ist auch 4. Auch beim Geteiltrechnen kann ich also erst die Wurzel ziehen und dann die Zahlen teilen oder erst die Zahlen teilen und dann die Wurzel ziehen. Beides führt zum gleichen Ergebnis. Und deshalb darf ich auch Wurzeln, die dividiert werden, unter einer Wurzel zusammenfassen, beziehungsweise Zahlen, die unter einer Wurzel dividiert werden, jeweils als eigene Wurzel schreiben. Ebenso ist es natürlich auch, wenn euch ein Bruch unter einer Wurzel begegnet. Auch ein Bruch ist ja im Prinzip eine Geteiltaufgabe. Heißt, die Wurzel aus 16 25 darf ich aufteilen in die Wurzel aus 16 Bruchstrich Wurzel aus 25. Bei beiden Rechnungen kommt zum Schluss jeweils 4 Fünftel bzw. 0,8 raus. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Werden Wurzeln multipliziert oder dividiert, dürfen die Zahlen zusammen unter eine Wurzel geschrieben werden. Und werden Zahlen unter einer Wurzel multipliziert oder dividiert, darf ich die Aufgabe in mehrere Wurzeln zerlegen, sodass jede Zahl unter einer eigenen Wurzel steht. Bei einem Bruch unter einer Wurzel dürfen Zähler und Nenner jeweils unter eine eigene Wurzel geschrieben werden. Und steht im Zähler und im Nenner eines Bruchs jeweils eine Wurzel, dürfen diese als Bruch unter einer Wurzel zusammengefasst werden. So viel dazu. Wie das Ganze bei Plus und Minus aussieht, erkläre ich euch in einem anderen Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und deshalb darf ich auch Wurzeln, die